mit Comedy-Schüler und Schülerinnen auf das Berufsleben vorbereiten. Das stand auf dem Lehrplan der Caroliner Burger Realschule in Ludwigshafen-Mundenheim. In seiner Show Comedy macht Schule erklärte der Komödiant Usman Şitir vor über 300 Schülern, was für Regeln sie beachten müssen auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle. Immer wieder 52 Kilometer hin, 52 Kilometer zurück. Wisst ihr, was man so verdient am Anfang der Comedy? Was denkst du, was man so verdient in der Big Show? In seinem Programm präsentiert er sehr authentisch Erfahrungen aus seinem eigenen Leben, die nicht aufgesetzt wirken. Dadurch und durch den ständigen Dialog mit dem Publikum schafft er es, die Schüler direkt zum Nachdenken zu bewegen. Und der Anführer ist der mit dem Ralf Lauren von Istanbul gekommen. Ja, original. Original gefälscht. Ist von Türkei, das ist so geil. Es hat mir sehr schön gefallen, sehr wunderschön. Es war witzig, unterhaltsam, dass man immer ein Ziel im Leben haben sollte und dass man nie für sein Ziel aufgeben sollte. Man sollte immer weiterkämpfen und man sollte immer stark und mutig sein und nie die Hoffnung aufgeben. Ich habe bald Ferien, ich möchte meine Zeit sinnvoll nutzen, indem ich bei Ihnen was lerne. Das ist die beste Bewerbung. Nach der Show wird das Programmthema Was muss ich beachten bei der richtigen Bewerbung in verschiedenen Workshops unter fachkundiger Anleitung, aber auch mit dem Comedian nachbearbeitet. Die Projektleiterin Alexandra Pointner von der AOK. Also wir haben ja dieses Pilotprojekt gemeinsam mit dem Deutsch-Italienischen Bildungs- und Kulturinstitut ins Leben gerufen. Ja, der Herr Santa Lucia, der Präsident, kam auf die AOK zu und hat gesagt, wir haben hier ein Pilotprojekt, das haben wir im Saarland schon gemacht, habt ihr nicht Lust mit uns gemeinsam dieses Projekt hier auch in Ludwigshafen zu gestalten? Danach sind wir dann gemeinsam zur IHK. Und auch die Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammern, die Bundesagentur für Arbeit. Wir haben uns an den Tisch gesetzt, mal überlegt, wie können wir gemeinsam für die jungen Leute was tun. Und hier war dann auch Osman Şitir dabei, der schon den Kontakt zur IHK hatte. Und wir haben uns das Programm angeschaut und haben gesagt, das ist einfach das, was wir auch für dieses Programm brauchen, damit die jungen Leute engagiert dabei sind. Es war eine tolle Veranstaltung heute Morgen und wir hoffen jetzt natürlich, dass die Schüler ganz fleißig mitmachen, auch in unseren Workshops, dass sie ganz viele Informationen mitnehmen, damit sie dann auch wirklich einen Ausbildungsplatz finden. Das ist der Wunsch, den wir haben. Ich fand es sehr, sehr lustig, musste voll oft lachen. Er hat ja einige Tipps für das ganze Leben eigentlich mitgegeben, hat aus seiner eigenen Erfahrung erzählt. Was nimmst du davon mit? Auf jeden Fall, dass man nicht aufgeben sollte und weiterkämpfen sollte für seinen Traum. Wichtig ist aber als erstes mit dieser Comedy das Eis zu brechen, die Aufmerksamkeit zu haben. Und wir haben einfach festgestellt, wenn Jugendliche Spaß haben, wenn sie lachen, dann hören sie auch genau zu und haben Spaß daran auch zuzuhören. Und dann, wenn ich hier wirklich die Aufmerksamkeit habe von den Schülern, heute waren es ungefähr über 300, und dann kann ich auch zu den ernsten Passagen kommen, zu den ernsten Themen. Und der wichtige Punkt ist auch, sie emotional zu berühren. Denn das ist eigentlich so, heutzutage, die Kinder haben so viel um die Ohren, so viel im Kopf, dass sie das eigentlich nicht mehr genau von vielen Leuten, wenn sie was sagen, Tipps geben, gar nicht mehr zuhören. Aber wenn du emotional bist oder emotional sie ansprichst, dann ist auf einmal die Aufmerksamkeit da und dann, was ganz wichtig ist, das tut sich bei ihrem Unterbewusstsein verankern, sodass sie jedes Mal, wenn sie in Situationen kommen, bei Rückschlägen, sofort das abrufen können und sagen können, hey, der hat es damals so gemacht, also mache ich jetzt auch so. Es ist so, natürlich ist diese Abwechslung von dieser Comedy, jeder da ist da, um zu lachen und Spaß zu haben. Und dann zum ernsten Part. Aber genau dieser ernste Part ist sehr wichtig. Warum? Weil in dem Moment für die Jugendlichen bist du erstens authentisch, das ist ganz, ganz wichtig. Und zweitens, für die ist es dann so, dass sie dann genau sagen, hey, der versteht mich, der weiß, was ich durchmache. Und er hat es geschafft, also kann er auch dementsprechend diesen Mut und diese Kraft auch geben. Und das ist immer so wichtig. Wenn du willst, dass jemand kämpft, wenn du willst, dass jemand was erreicht, dann musst du natürlich das auch sagen und beziehungsweise auch ausstrahlen und es auch selber erlebt haben, damit du in dem Moment auch authentisch bist. Ich bin sehr stolz darauf, auch meinen Traum verwirklicht zu haben, auch wirklich an mich geglaubt zu haben und weitergemacht zu haben. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte und ich lebe jetzt auch meinen Traum. Und es ist das Schönste, was es gibt. Auf der einen Seite, klar, Menschen zum Lachen bringen. Das Wunderschönste, was es gibt. Aber sie auch zum Nachdenken bringen und zum Motivieren, das ist dann noch ein Level höher und das macht noch mehr Spaß und macht mehr Freude. Mein Name ist Giacomo Santa Lucia. Ich bin der Präsident des Deutsch-Italienischen Bildungs- und Kulturinstitutes und wir machen diese Aktion schon seit 3 Jahren. Und zwar Hintergrund dieser Idee war es, wir haben in Deutschland Fachkräftemangel. Wir suchen händeringend Fachkräfte aus dem Ausland und haben auch sehr viele junge Menschen hier im Land, die Migrationshintergrund haben, aber keine Ausbildung. Deswegen wir finden diese Aktion, dass wir Fachkräfte aus dem Ausland holen, sehr gut.
für kurzfristig, weil aber längerfristig finden wir, sollten wir lieber die Jugendlichen, die hier schon leben, die schon Deutsch können, die hier integriert sind, dazu verhelfen, auch eine Ausbildungsstelle zu finden und wenn möglich auch schon in der Schule mit anzupacken und die Eltern mit ins Boot zu nehmen. Und das hat sich das DBK auf die Fahne geschrieben. Und deshalb haben wir im Saarland begonnen, in Schulen, wo die Schüler auch sind, gemeinsam mit deutschen Schülern, also nicht ausgegrenzt, sondern wirklich gemeinsam eine Aktion zu machen. Jetzt haben wir einen Comedian, weil wir haben versucht, jemanden zu finden, der als Dolmetscher fungiert, der die Sprache der Jugend versteht und dann mit Spaß und mit der Sprache dann auf den Ernst der Sache zurückkommt und dann auf dieses Thema sensibilisiert. Also ich fand erstmal, muss ich sagen, es war sehr witzig. Er hat sehr viel Humor gehabt, er hat sehr viel Humor gezeigt und er hat mich persönlich jetzt sehr inspiriert, als er diese ganze Geschichte erzählt hat von seinem Bruder, dass er gekämpft hat und alles Mögliche, das hat mich sehr inspiriert. Also ich will das jetzt alles auch so machen. Genau, also er hat es wirklich authentisch auch rübergebracht. Es war auch wirklich, also und es war nicht einfach so eine Lüge, die er uns aufgetischt hat. So, es war wirklich glaubwürdig und es hat auch wirklich geglaubt. Zum Schluss gab es noch den persönlichen Tipp von Osman Çitir, die obligatorischen Fotos und sehr viele zufriedene Protagonisten, denen all einen besonderen Dank ausgesprochen gehört. Oliver Hornigl, Schulleiter von der Carolina Burger Realschule in Mundenheim. Aber wir sind wirklich sehr zufrieden. Wir hatten ja über 400 Schüler in der Turnhalle zu dieser Comedian-Veranstaltung und da ist man natürlich im Vorfeld schon so ein bisschen nervös, wie ist das mit der Disziplin und so, aber das war völlig problemlos. Der Osman Çitir hat es sehr gut hinbekommen, Schüler über 90 Minuten zu begeistern.